was ich im Lauf der Zeiten lieb gewonnen, das hängt verstreut an meinen Zimmerwänden. Tolstoi und Goethe, Lincoln und Lenin, ein Bild von Marx, von Masaryk und Thomas Mann. Dazwischen werktäglich und ohne Drum und Dran und dennoch wie das Krönende schlechthin hängt meine alte Mutter. Oskar Maria Graf, der diese Zeilen schrieb, wurde 1894 in Berg am Ostufer des Starnberger Sees geboren, fast auf den Tag genau 8 Jahre, nachdem dort das Leben von König Ludwig II. Von Bayern ein rätselhaftes Ende gefunden hatte. Doch trotz dieser historischen Koinzidenz und der unmittelbaren geografischen Nähe hing das Bild des romantischen Königs ganz gewiss nie an den Wänden einer Wohnung, die Graf bezogen hatte. Denn die Bezugspunkte, die Bezugsfiguren im Leben Grafs waren eben jene, die wir gerade aus dem Gedicht gehört haben. Tolstoi stand für den Pazifismus, Goethe stand wie immer für Goethe, Thomas Mann für das Erzählen, Lincoln, Lenin und Marx für unterschiedliche Formen der politischen und der sozialen Gerechtigkeit. Der tschechische Präsident Masaryk für ein an Jesus und Tolstoi, nicht jedoch an der katholischen Kirche orientiertes Christentum. Vielleicht auch dafür, dass sich körperliche Arbeit und Philosophiestudium nicht ausschließen. Masaryk hatte ja anfänglich als Schmied seinen Platz an der Universität finanziert. Und die Mutter war nicht nur diejenige, die ihm das Leben geschenkt hatte, sie stand auch als Chiffre für das nicht immer einfache, nicht immer nur gütige Volk. Sie stand für die Macht der Frauen gegen das elitär herausgeputzte Männliche. Ein König Ludwig wurde hier nur benötigt, wenn glitzernde Gruselgeschichten erzählt wurden. Auf den meisten Fotos, die von Oskar Maria Graf zugänglich sind, scheint uns ein joviales Gesicht geradezu anzudröhnen. Ein gewaltiges Gesicht und eine gewaltige Gestalt, an deren ausgestreckten Arm der Maßkrug gleichsam festgewachsen scheint. Fast die Karikatur eines Bayern in Lederhosen, der es auch in der Fremde gern und auf seine Art krachen lässt. Wie passt nun dieses Bild des Grobschlächtigen zu einem Autor, den viele seiner Kollegen wegen des Filigranen und des Empfindsamen seiner Erzählkunst so schätzten? Kollegen wie Thomas und Heinrich Mann, wie Alfred Döblin, wie Walter Benjamin, um nur 4 von vielen bekannten Namen ins Gespräch zu ziehen. Jener Walter Benjamin etwa rühmte Oskar Maria Graf als den Entdecker des Kleinen. Thomas Mann nannte Grafs Roman »Das Leben meiner Mutter« ein Monument der Liebe und der Pietät. Mit vergleichbaren Zitaten könnte ich diese Sendung bis zu ihrem Ende gestalten. Dabei immer wieder Ihr Erstaunen erregend, verehrte Zuseher, dass sich so grundverschiedene Vertreter des Standes und der Gattung Autor, wie eben Thomas und Heinrich Mann, aber auch Bert Brecht und Maxim Gorki, in ihrer Verehrung für diesen Oskar Maria Graf zusammenfanden. Und dann werden wir noch über ein weiteres Paradox reden müssen. Den abrupten, den wiederholten Sturz dieses Autors ins Vergessen. Aber alles der Reihe nach. Als sein Bruder, der Bäcker Max Graf, ihn wieder einmal mit einer Knute verprügelt hatte, verließ der 17-jährige Oskar das elterliche Haus in Berg, um in München, wenn schon nicht das Glück, so wenigstens die Freiheit zu finden. Es trug sich im Jahr 1911 zu. Berg am Ostufer des Starnberger Sees war ein ärmlicher Flecken. Die Bewohner, mit wenigen Ausnahmen, von einer seit langem überkommenen, wortkargen Engstirnigkeit. München lag eine Welt und 30 Kilometer weit entfernt. In München war alles anders. Hier konnte man zum Beispiel Liftboy werden, wovon in der Gemeinde Berg nicht einmal zu träumen war. Oskar Graf wurde Liftboy. Er verdingte sich auch noch in manchen anderen Berufen, sagen wir besser Tätigkeiten, die wir häufig in den Lebensläufen von Schriftstellern zu finden pflegen, denen die Art des Gelderwerbs weitgehend gleichgültig war, solange er ihre wahre Bestimmung finanzierte. Man konnte auch Laufbursche oder Kohlenschaufler werden, wie der beste Freund von Oskar Maria Graf, der Maler Georg Schrimpf. Graf und Schrimpf, der damals völlig unbekannte Schriftsteller, erst 1916 erschien seine erste Erzählung, und der genauso wenig berühmte Maler führten jahrzehntelang eine fast in Parallelschwüngen verlaufende Existenz.
Gemeinsam wanderten sie 1912 in bester deutscher Künstlertradition, allerdings erbärmlich unbemittelt, nach Süden und landeten für ein paar Monate in der anarchistischen Künstlerkolonie Monte Verita im Tessin, unweit von Ascona. Dort strömte der messianische Einfluss der Brüder Gräser, die eine radikale Befreiung von den Zwängen der Kultur befahlen, eine genauso radikale Befreiung von den Zwängen der Gesellschaft, unbedingten Pazifismus und unbedingtes Vegetariertum. Wenn Sie sich, verehrte Zuseher, an die Hippie-Bewegung in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erinnern, können Sie sozusagen die Light-Version oder die leichte Version dieser historischen Bewegung nachvollziehen, die später Wunderlinge und Literaten in ihren Bann zog. Charakteristisch für Oskar Maria Graf schreibt er, dass er, der Bäckerlehrling aus Berg, sich dieser Zauberwelt aussetzte, wieder entzog und doch ein paar für ihn wesentliche Momente bewahrte. An erster Stelle sei da sein unbeugsamer Wille genannt, keine Waffe in die Hand zu nehmen und auf seinen Nächsten zu schießen. An zweiter Stelle die Einsicht, dass politische Forderungen nur dann sinnvoll sind, wenn sie den Rahmen des scheinbar Rationalen, des Zweckvernünftigen zu Kleinholz machen. Seinen Nächsten nicht umzubringen, nicht umbringen zu wollen, das war keine sehr populäre Haltung im Ersten Weltkrieg, in dem Graf anfangs an der Ostgrenze des Deutschen Reichs als Eisenbahner seinen Dienst zu verrichten hatte. Klar, besonders kriegerisch war das noch nicht, doch mit den Verbrechen des Militärs kam man auch dort in Kontakt. 1916 wurde der gefreite Graf wegen Befehlsverweigerung angeklagt, ein gnädiges Gericht ließ ihn in eine Irrenanstalt einweisen. Einige Wochen und einen Hungerstreik später wurde Graf aus dem Militär entlassen. Störrisch war eines der Wörter aus der Urteilsbegründung. Er blieb ein kämpferischer Pazifist, beteiligte sich als Schreiber von Pamphleten am Streik der Münchner Munitionsarbeiter, unterstützte die Räterepublik in München und landete dafür wiederholt im Gefängnis. Darüber wissen wir, weil dieses Leiden von Graf in zwei Erzählungen festgehalten seinen ersten literarischen Erfolg begründete. Wir sind Gefangene, heißt dieses Werk, das 1927 erschien und über jene Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg berichtet. Reizvoll und belustigend, wie Thomas Mann das in seiner ureigenen Affektion festhielt. Reizvoll, das wird man auch heute noch unterschreiben, denn Graf ist kein Erzähler, der auf einen Helden und auf schockierende Wirkungen setzt. Er ist vielmehr eine Gestalt, die mit sich selbst oft genug im Hader liegt, wenn sie sich durch das abenteuerliche Geschehen kämpft, schwindelt oder schmarotzt. Wer damals schon hellsichtig war, konnte in diesem Buch, wie gesagt, es erschien 1927 und wurde aus dem Stand zu einem Kassenschlager, konnte also bei genauerer Deutung auch Verläufe erkennen, die direkt in den Nationalsozialismus führten. Das blieb, um Thomas Mann noch einmal zu zitieren, reizvoll, blieb allerdings nur eingeschränkt belustigend. Das Buch »Wir sind Gefangene« war so brandaktuell, wurde so schnell so erfolgreich, dass es auf einer Liste künftig zu verbietender Bücher landen musste. Aber durch welchen Irrtum auch immer, bewirkt, als die Nationalsozialisten nach ihrer Machtübernahme die entsprechenden Scheiterhaufen entzündet hatten, fehlten die Werke von Oskar Maria Graf beim großen Autodafé in Berlin. Der Autor, der sich bereits ins Exil nach Wien geflüchtet hatte, schrieb dort einen wütenden Artikel, in dem er sein Recht einklagte, mit zu den Verbrannten zu gehören. Die Klage wurde ein Jahr später erhört. Im Innenhof der Münchner Universität bauten die neuen Machthaber allein für die Bücher von Oskar Maria Graf eine Feuerstätte. Die Verwirrung und spätere Erbitterung der Nationalsozialisten erklärt sich zu einem guten Teil auch daraus, dass für manche von ihnen Oskar Maria Graf eine Art ideologischer Hoffnungsträger war. Ein Schriftsteller, ein bayerischer Heimatdichter, der so prall über das Leben der Bauern schrieb, der hätte ja auch einer der ihren werden können. Vielleicht gar als Nachfolger von Ludwig Thoma, dessen ätzenden Antisemitismus die Nazis noch so gut im Ohr hatten.
Aber Graf, dessen ganzes Schreiben, wie sein späterer Nachbar Josef Bierbichler unlängst bemerkte, ein Kampf gegen die Lüge war, um das Leben zu finden, dieser Oskar Maria Graf hatte schon in den Tagen der Münchner Räterepublik gezeigt, dass seine Sympathien nicht bei den nassglattgescheitelten Vertretern deutscher Großmannszucht lagen. Und wenn er Sozialist war, dann nicht in einem orthodoxen Sinn des Wortes. Ihm, wie dem verehrten Tolstoi, ging es um eine Religion ohne Kirche. Was nun nichts daran änderte, dass seine politischen Sympathien stets im linken Lager der Hitlergegner anzutreffen waren. 1934 nahm er daher in Moskau am ersten Kongress der Sowjetschriftsteller teil, dem Kongress, auf dem das literarische Konzept des sozialistischen Realismus erarbeitet wurde und auf dem übrigens, heute weitgehend vergessen, am heftigsten darüber gestritten wurde, ob das Zahlen von Trinkgeldern mit einer neuen sozialistischen Moral der Würde zu vereinbaren sei. Die deutsche Delegation beschloss, 3 Rubel seien das Maximum an Zustopf. Oskar Maria Graf aber gab jedes Mal mindestens 30 Rubel. Wer je als Liftboy gearbeitet hat, kennt die Bedeutung von Trinkgeldern und kann so auch sozialistischen Realismus einordnen. Außerdem durfte Graf seine üppigen Tantiemen aus der UdSSR ohnehin nicht über die Grenzen bringen. Ich habe zu Anfang der Sendung davon erzählt, dass sich die Lebensläufe des Dichters Oskar Maria Graf und das seines Freundes, des Malers Georg Schrimpf, in merkwürdigen Parallelschwüngen vollzogen. Auch Georg Schrimpf wurde von den Nazis zunächst hofiert, hohe Parteiführer schmückten sich mit der Bezeichnung Sammler seiner Werke, mussten dann aber entdecken, dass die Führung der Partei anders entschieden hatte und den Künstler als entartet einstuften. Mit allen Konsequenzen, die dieses Urteil für ein Künstlerleben bedeutete. Das war 1937 und fiel für Graf in jene Zeit, in der er bereits seit 4 Jahren nunmehr im New Yorker Exil an jener Geschichte schrieb, die zu einem seiner Meisterwerke gehört, der Chronik »Das Leben meiner Mutter«. Diese ursprünglich wohl auf 3 Teile angelegte Erzählung lesen wir noch heute als eine der ergreifendsten Schilderungen des Wandels einer bäuerlichen Gemeinde in jenen Zustand, den man so arglos die Moderne nennt. Graf gelingt es dabei, das Schicksal, den Kummer, das karge Glück einer einzigen Person in das einer Gemeinschaft einzubinden, ohne sich je eines Gerüstes von Kausalitäten zu bedienen. Die Welt da draußen, selbstverständlich, sie löst Bewegungen aus, die irgendwann auch einmal das Dorf und dann eben auch die Hauptperson, die Mutter, erreichen. Aber ungleich subtiler als andere soziale Realisten schenkt Graf seinen Figuren ihren eigenen Raum und ihre eigene Zeit und bindet sie doch durch den genauen Blick auf Bräuche und das feine Ohr für Sprache. Sprache in einen einzigartigen Kosmos. Was übrigens nicht verhinderte, dass Leser auf dem ganzen Erdball, gut, sagen wir überall dort, wo das Buch in einer Übersetzung zugänglich war, in der grafischen Muttergestalt auch die eigene erkannten. Als Graf 1967 in New York starb, war Das Leben meiner Mutter wohl das bekannteste seiner Bücher. Im Nachkriegsdeutschland wurde er erst in den 70er Jahren kurz und heftig wiederentdeckt, als Figur leider mehr denn als Autor. Dabei wäre er gerne so berühmt und populär geworden wie der adlige Tolstoi. Graf, scherzte er einmal, das war er ja bereits. Aber er wusste wohl auch, dass ihm seine Güter niemand rauben konnte. Die Erinnerung an ein sehr kleines Dorf, sehr weit entfernt von New York, und die Kraft des Herzens, eben das Krönende schlechthin.